Hallo liebe Gitarristinnen und Gitarristen, heute zeige ich euch das Lied Wannsee von den Toten Hosen. Ich wünsche euch viel Vergnügen damit. Das sind die Akkorde, die du für das Lied brauchst. Zunächst einmal das C, ab der A-Seite zu spielen. Dann das D-Moll, ab der D-Seite zu spielen. Zeigefinger im ersten Bund auf der E-Seite, Mittelfinger im zweiten Bund auf der G-Seite und den Ringfinger auf der B-Seite im dritten Bund. Dann das A-Moll ab der A-Seite zu spielen. Das E-Moll ab der E-Seite zu spielen. Und das B ab der E-Seite zu spielen. Das ist der Rhythmus, den du für das Intro, den ersten Vers, den zweiten Vers und für das Interlude brauchst. Du spielst Down, Pause, Down, Down, Up, Down, Pause, Down, Down, Up, Down, Pause, zählst. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und. Die 2 ist also die Pause. Einmal in der Akkordfolge. 1, 2, 3, 4 und 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 1, 2, 3, 4 und. Das ist der Rhythmus, den du für den Chorus brauchst. Und zwar spielst du Down, 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 Up, Down, 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 Up, Down, 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 Up. Oder wenn du dazu zählst, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3. Akkordfolge. Du hast vielleicht schon bemerkt, dass ich bei dem Rhythmus für den Chorus die ersten beiden Schläge eigentlich nur die Bassseiten, zwei, drei Bassseiten anschlage und dann erst alle Seiten nach unten beim dritten Schlag spiele. Also folgendermaßen. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3. 4 und 1, 2, 3, 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 4 und. Für die Bridge streifst du die Akkorde einmal nach unten, also jeweils. Einmal das Intro und die erste Strophe langsam gespielt.
langsam gespielt. Das Interlude und der zweite Vers langsam gespielt. Langsam. Bunte Bäume im weißen Sand. Kann man's da schon sehen? Leicht sonnenverbrannt. Der zweite Teil der Bridge wird mit Down, Down. Der letzte Chorus, weil der noch ein bisschen abweicht von dem anderen Chorus. Wann sehe ich endlich wieder?